Problem, was eigentlich die SPD jetzt in den vergangenen Jahren immer wieder hatte. Und zwar nämlich jetzt in den vergangenen Jahren sucht man nämlich, in den vergangenen 3 Jahren nämlich, das muss man so sagen, sucht die SPD, sucht die CDU, Entschuldigung, sucht die CDU verzweifelt jetzt zum dritten Mal hintereinander einen neuen Parteivorsitzenden. Ja, zum dritten Mal auch wieder dabei. Und ob man ihn dann wieder wählen kann oder nicht, das ist allein an den CDU-Wählern nämlich gelegen, ist nämlich, ja, Friedrich Merz. Der ist mit dabei, aber auch zum zweiten Mal mit dabei, nämlich Norbert Röttgen, ehemaliger Bundesumweltminister unter Merkel, und auch der noch Kanzleramtschef Helge Braun sind nämlich mit dabei. Die drei stellen sich zur Wahl. Seit heute gilt es natürlich auch, dass die Mitglieder entscheiden dürfen. Das ist natürlich auch klar. Aber klar ist unter anderem auch, wie sich die ersten, wie die drei sich schon im ersten, ja, Triell kann man ja sagen, es ist ja ein Triell, es ist eine Auseinandersetzung, sagen wir es auch mal so, sich nämlich, miteinander entscheiden können oder wie es natürlich bei denen so ungefähr aussehen könnte. Differenzen gab es natürlich beim Thema Klima und Bildung nämlich. Eigentlich sind sie gerade auch wegs Konkurrenten, aber in vielen Punkten stimmen die drei miteinander ein. Und doch auf einer gemeinsamen Diskussionsveranstaltung in dieser Woche, die ja in der Parteizentrale der CDU in Berlin nämlich stattgefunden hatte, gab es zunächst erstmal große Einigkeit. Denn gleich zu Beginn dieses, ja, Triels, was wir ja im Wahlkampf ja gelernt haben, Triell, indem sie ja über die Zustimmung ja der Basis nämlich geworben haben, denn im Publikum, Corona-gemäß, saßen natürlich dann auch entsprechend ein paar Mitglieder. Das Ganze war natürlich auch im Fernsehen zu sehen, unter anderem bei Phoenix, und da haben natürlich haben sie natürlich erstmal über Corona geredet, über die kritische Lage, die im Moment ist. Die Zahlen hatten wir ja jetzt gerade. Und alle drei Kandidaten haben für eine zügige Verschärfung der Maßnahmen natürlich geworben. Ein Tag später ja dann gab es ja, beziehungsweise ein paar Tage später gab es ja dann auch die MPK, wo unter anderem dann auch Verschärfungen nämlich beworben wurden. Die hätte ich gestern ja gerne vorgetragen, aber Internetprobleme haben das Ganze verhindert. Einheitlich und verständlich müssten die Auflagen sein, betonte unter anderem Kanzleramtschef Braun. Gemeinsam müssten Bund und Länder klären, ab welche Infektionsgeschehen welche Maßnahmen für Geimpfte und Ungeimpfte gelten. Wir wissen es jetzt derweil, im Einzelhandel gilt 2G, nur Ausnahmen sind unter anderem nämlich der tägliche Bedarf, sprich Supermärkte, Apotheken. Und Apotheken, so muss es sagen. Allerdings müsse man auch verstärkt Rücksicht auf diejenigen nehmen, die es aus ernsthaften, etwa medizinischen Gründen, sich nicht impfen lassen können, so Braun auch weiter, beziehungsweise eher aus der Sicht von Merz, so wollte ich das sagen. Bei Norbert Röttgen war es nämlich so, dass angesichts der drastischen Infektionszahl sich eher zu dieser Idee durcherrungen hatte, so Röttgen weiter. Und außerdem ging es dann, wenn man von Corona mal wegging, denn das ist ja nicht geradewegs unbedingt ein Thema für um Parteivorsitzender zu werden, einer von wenigen, muss man auch sagen, ging es auch um die Zukunft der Partei. Da ließen sich Parallelen zwischen den Plänen der Bewerber auch nämlich ziehen. Von einer Erneuerung war natürlich die Rede, sowohl bei Merz als auch bei Röttgen, und von einer Zäsur durch das Debakel bei der Bundestagswahl. Man muss es ja sagen, nach 16 Jahren regiert nicht mehr die Union, benimmt sich aber geradewegs, das sieht man auch gerade bei der ganzen Geschichte rund um die Koalitionsverhandlungen und natürlich auch um die ganze Geschichte rund um andere Themen. Da ist sie ja geradewegs etwas mimimihafter geworden, als man es sonst von einer Union her kenne. Die CDU müsste, so heißt es, wieder auch von Norbert Röttgen anschlussfähig werden in der Breite der Bevölkerung und wieder führend in den großen Fragen dieser Zeit. Und das beschreibt er auch, den Weg, den er für die CDU auch sieht, für den er steht, also für das, was Röttgen dort steht, um zu sagen, hey, mit mir kriegt ihr das. Ganz ähnlich klingt es auch natürlich bei seinen Partnern, bei Friedrich Merz zum Beispiel, der nennt es modern werden und Themen der Zeit beherrschen, und Braun setzt sich zum Ziel, in Zukunft verschiedene Bereiche der Gesellschaft wieder für die CDU zu interessieren. Welche hohe Ziele sollen erreicht werden? Wieder ist auch mit Gemeinsamkeiten nämlich zu rechnen gewesen, denn alle drei setzen auf Teamwork und auf Dialog, was
anscheinend dann bei den beiden vergangenen Parteichefs oder bei den ja, beiden Parteichefs Kramp-Karrenbauer und Laschet wohl nicht funktioniert hat. Und immerhin treten alle drei im Rennen schon mit einem eigenen Team an, aber die Inhalte sollen wieder stärker gemeinsam bestimmt werden. Also nicht le Partei moi, so, ne, der Staat gehört mir, sondern die Partei gehört mir, sondern ihr alle sollt da irgendwie was von haben, mit der Beteiligung der Mitglieder der CDU. Und das soll, so sieht man es von außen, nämlich schon der Mitgliederentscheid mit ja, zum neuen Parteichef ja schon zeigen. Man wolle unter anderem auch Gesichter nämlich haben, sich strahlen lassen für die, beziehungsweise so heißt es von Helge Braun unter anderem, dass er viele andere Gesichter neben sich strahlen lassen würde für die CDU. Beschreibt Braun seine Vorstellung nämlich von Teamarbeit. Friedrich Merz setzt ja auf einen anständigen, offenen, fairen Umgang miteinander und Norbert Röttgen fordert, wünscht sich einen Zukunftsdialog, später hat er sogar von einem Deutschland-Dialog gesprochen. Ja, Zukunftsdialog, das hat auch die SPD ja hinter sich gehabt, das haben auch viele andere hinter sich gehabt, nicht nur Parteien, sondern auch Unternehmen, ich sage nur zuletzt die ARD. Differenzen werden erst bei inhaltlichen Ansätzen nämlich deutlich, beim Thema Bildung zum Beispiel, da setzt Norbert Röttgen auf dem Schwerpunkt darauf, die Krise des Bildungsföderalismus zu überwinden und einheitliche Positionen von Bund und Ländern zu schaffen, also dass dieser Föderalismus, dass die Bundesländer weiterhin selbst entscheiden dürfen, was wie nämlich gemacht wird mit Abitur und so weiter, aber das Ganze auch vom Bund irgendwie unterstützt wird. Das soll überwunden werden und dass man da entsprechend da gemeinsam schafft. Bei Helge Braun ist die finanzielle Förderung eher im Mittelpunkt, also geradewegs im Fokus, um einen Bildungsaufstieg in jedem Alter zu ermöglichen. Und Friedrich Merz will an der Stellschraube der beruflichen Bildung drehen, denn die werde zu wenig gefördert und gestärkt. Was damit dann der ehemalige Fraktionsvorsitzende der Union damit meint, das weiß man selbst nicht. Weitere Knackpunkte in dieser Debatte waren unter anderem auch stabilen und generationsgerechte Renten sowie auch ein besserer Klimaschutz. Mit Blick auf die Rente, da räumte Friedrich Merz nämlich ein, Zitat, wir haben da ein richtig dickes Problem, Zitat Ende. Eine Rentenreform, die spätestens 2025, also in 4 Jahre greife, habe die abgewählte Große Koalition nicht hinbekommen und Merz schiebt die ganze Schuld nicht auf die CDU und auf die CSU nicht, sondern auf den noch Koalitionspartner SPD, die ab Mittwoch, so wie es ausschaut, den Kanzler stellen wird. Darum müsse eine Rentenkommission sich dem Ziel von gerechten Renten annehmen und für Reform spricht sich auch Helge Braun nämlich aus. Dabei müsse das Rentensystem zu einem wettbewerbsfähig bleiben. Zum anderen müssten die Sozialausgaben auch stabil gehalten werden, damit sie halt nicht komplett nach oben schießen. Und Norbert Röttgen, er will über dieses Thema mit jungen Leuten reden. Also die, die jetzt demnächst dann oder die schon in die Rentenkasse einzahlen. Und dann auch nämlich da, wo junge Leute auch kommunizieren. Ja, und zwar nicht auf Social Media, nämlich zum Beispiel nannte er dort Instagram. Eigentlich tun das viele jetzt schon auf TikTok oder generell auch mal wieder, in anderen sozialen Medien. Gleiches gilt auch für den Klimaschutz, für Röntgen das Einstiegsthema überhaupt, um mit den Jüngeren oder mit der jüngeren Generation ja generell ins Dialog zu kommen. Mit den Jüngeren hat sich ja die CDU sowieso ja verspielt, vor allem auch beim Thema, was ja Rezo unter anderem gemacht hat, ne? Vor allem die Zerstörung der CDU, aber auch natürlich Thema wie zum Beispiel, ja, man hat wenig für die Jüngeren getan, man hat auch, sagen wir mal, die EU-Urheberrechtsreform zu verantworten, was ja von einem CDU-Mann kommt, das muss man eigentlich auch alles gerade biegen. Ja, und beim Klimaschutz liege die Ob-Frage hinter uns jetzt, wie es um die Wie-Frage geht, sagte Röttgen auch noch. Er forderte auch, dass die CDU in den Wettbewerb treten muss, um sich gegenüber Grünen und auch SPD, die bislang stärker in Sachen Klima auch gepunktet haben, was man ja auch sehen konnte, wieder stärker zu profilieren. Und für Braun führt das über Wasserstoff als mögliche weitere grundsatzlegende Energiequelle, so sagte das der ehemalige Bundesumweltminister auch noch. Dadurch könne Deutschland ein neues Zukunftsbild schaffen, statt Gas aus Russland und Öl aus den arabischen Staaten zu importieren. Für Merz ist das auch keine schlechte Idee, allerdings müsse die Energieversorgung in erster Linie stabil und preisgünstig sein und beschwert sich unter anderem, dass Deutschland aufhören sollte, also Friedrich Merz sagte das, um zu viel auszusteigen. Doch sieht Friedrich Merz auch, dem ja viele Jüngere sogar auch sagen, der Mann, der steht nicht für Erneuerung der CDU, sondern eher dafür, weiterhin die alte CDU zu sein, nämlich, denn er sagte,
darum müsste Deutschland sollte aufhören, immer auszusteigen. Ne? Also sprich, was das bedeuten soll, das kann man sich auch schon denken. Die Bundesrepublik müsse ihren Teil auch leisten zur Lösung dieses globalen Problems. So heißt es nämlich, wie gesagt, dass das Land auch aufhören soll, immer auszusteigen, zum Beispiel Stein- und Braunkohle. Die sind aber die höchsten, ja, sagen wir mal, CO2-Killer, die CO2-Verursacher, die es nämlich gibt. Habe ich gerade CO2-Killer gesagt? Ich meinte CO2-Verursacher nämlich. Und stattdessen setzt er auf einen Einsteigen, etwa wie zum Beispiel in Kraftwerkstypen, die auch klimaneutral arbeiten können. Und da musste sich natürlich dann auch Merz ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Eine ganze Menge steht natürlich auf dem Spiel. Ab heute dürfen die Mitglieder entscheiden, Ende Januar. Dann soll ja der CDU-Parteitag ja auch dann stattfinden, wahrscheinlich wohl dann digital, soll es den neuen Vorsitzenden geben, der dann auch nochmal von den 1001 Delegierten, zumindest auch digital, dann gewählt wird. So sieht es nämlich aus.